Wieder die Date 1. Das kostet dann bloß 3 oder was? Ja, mach ich einfach mal. Hä? Habe ich mich denn verguckt? War es doch bloß 1000? Ja. Wir gönnen uns. Was haben wir denn hier oben eigentlich? Trotz. Wenn der Angriff dir so viel Schaden tut, dass du sterben würdest, beißt du die Zähne zusammen und bleibst stattdessen mit einer geringen Menge Gesundheit am Leben. Klingt für mich einfach total sinnvoll. Ah. Kosten ein Rote. Hä? Warte mal. Ich hab doch rotes Gel schon zweimal gefunden. Oder war das für die Werkbank? Alter, ich hab richtig schön Energie jetzt. So. Oder war das bei Waffenverbesserung? Nee, warte mal. Oh. Ja, was wären da nützlich? Was? Ladezeit? Ach, Ladezeit ist egal. Explosivbolzen erhöht den Schaden Reichweite. 80. Das ist immer das Problem. Ich nehme es ja nicht so oft. Magazingröße, Feuerrate, Nachladezeit, Feuerkraft. 90. Aber so. Aha. Um 5%. 5% ist ein bisschen wenig. Was werden hier unten? Erhöht die Wahrscheinlichkeit, Schaden zu verursachen, wenn du den. Das hört sich schon besser an. Das können wir bei der Pistole noch machen. Feuerkraft. Oh, brauche ich aber auch 2 Stück. Bringt mir also alles noch nicht. Herstellung. Präzisionsgewehr? Okay. Aber kann ich noch nicht. Mir fehlt noch ein Teil. Das ist auch nicht schlecht. So, nein, Schockbolzen. Boah. Tunbolzen. Ein so ein Ding. Wie viel Sicherung haben wir denn bisher? 9. Oh, machen wir einfach mal. Es ist gestern 1 von 1. Mehr kann ich nicht nehmen. Ach so. Naja, gut. So, alles klar. Gespeichert ist. Und jetzt gucken wir mal hier. Sollte die Tür. War die Tür vorher da? Was zum Teufel ist das? Eine Chance, Ihre Fertigkeiten zu testen. Versuchen Sie Ihr Glück, Detective. Das ist ja verrückt. Verrückt wäre es, darauf zu verzichten. Zielen Sie sorgfältig und zeigen Sie, was Sie können. Munition spielt hier keine Rolle. Ganz ehrlich, das finde ich eigentlich ganz geil. Aber. Munition spielt ja wirklich eine Rolle, hat sie gesagt. Toll. Aber Gott sei Dank muss ich den Headshot verpassen. Kommt noch was? Hallo? Soll ich jetzt die Ratte abknallen? Nö. Ich wollte gerade sagen, warum sollte ich jetzt die nehmen? Vergiss es. Okay, es ist nice, aber bringt mir das auch was? Alter, warum hält denn der Dicke so viel aus? Und nu? Das ist das? Wirklich beeindruckend, Detective. Also, das beeindruckend war. Ergebnis gleich, aktuelle Punkte, Highscore, Belohnung. Schießmodus, Kettenangriffsmodus. Starte mit 3 Sekunden versuchen, einen Highscore zu erzielen. Zielorten. Da.
Ich versuch's einfach mal. Ich bin zwar abartig schlecht, aber Alter. Okay, werde ich zwar nie schaffen. Never. Wir versuchen es einfach mal. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ah, okay, gut, das ist wieder so ein zusammenhängendes Teil. Ja, toll. Oh, hier drüben noch. Ja, ob mir das jetzt so viel bringt, weiß ich nicht. Ich glaube mal eher nicht. Wow! Hä? Alter, bin ich schlecht. Ich will Sie nicht entmutigen, Detective, aber da ist noch viel Luft nach oben. Alter, bin ich schlecht. Einmal noch, einmal noch. Normal schießen, um Punkte zu halten, ist das Schild benachbarte Ziel, das ist eine Farbe. Sanduhr erscheinen, okay, schaffst, schieße auf sie. Was, wenn du eine hohe Kombo schaffst? Schieße auf sie, um Zeit zu gewinnen. Triffst du diese Ziele, verlierst du Punkte. Schalte sie sicher aus, indem du benachbarte Ziele zerstörst. Alter, fort. Okay, ach so, ach, die Dinger darf ich nicht, okay. Ach, das sieht auch, ich dachte, auf die darf man nicht schießen. Okay, das müssen wir erstmal wissen. Okay. Nein, ich wollte die scheiß Sanduhr. Okay, man sollte sich das echt mal vorher durchlesen. Ja. Und bei euch so, es macht eigentlich echt Dowie. Okay, die darf ich nicht treffen. Halt, die wollte ich, danke. Sanduhr. Oh, komm schon, Lila. Ja. Besser wie nichts. Etwas eingerostet, Detective. Ja. Aber 2000 Suppe, was willst du mehr? So. Passt raus hier. Wollen wir das Story weitermachen? Ist aber was Nettes für zwischendurch. Und wenn man besser schießen kann, nicht so wie ich, hilft einem das bestimmt auch sehr weiter. So, jetzt muss ich das mal gucken. Werkbank war ich schon. 460, ja, schön. Hier. Hallo? Die nehmen wir, wenn wir zurückgehen. So, bevor ich es aber nochmal speichern. Wir haben eh volle Energie, da würde ich zum Kaffee sowieso nicht springen. Okay. Na dann, lasst uns mal reingehen. Das ist also der Computer, von dem O'Neill gesprochen hat. Probieren wir das Passwort. Okay, Scheiße, er hat gesagt, links. War das links, war das rechts? Weiß nicht, bleib erstmal stehen. Gucken, was passiert. Das Mark. Ah, okay, ich musste also gar keine Dings, nur ein paar Gas, alles klar, ich musste also überhaupt nicht wirklich laufen, ich musste einfach nur warten. So, das ist schön für Bolzen. Warum kann ich hier eigentlich nicht, rumswitchen, welchen Bolzen ich haben will? Das hat mich beim ersten Teil schon ein bisschen gestört. Möchte ich doch sagen, dass das da so war, Bolzentyp. Drei, wir haben eh bloß den. So, hier laden wir nochmal nach. Da hätte ich ein bisschen
wesentlich mehr Muni am liebsten. So, was war... Ja, 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 ja. Waffenteil, das ist auch schön. Hier gibt es natürlich nichts. So, wird das jetzt eigentlich in der Karte angezeigt? Ah, ha, 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 ha. Okay. Wäre zu schön gewesen. Suche im Markt nach Ausgang B2, um zum Rathaus zu gelangen. Okay. Aber sind hier auch Viecher? Das würde mich ja interessieren. Oh, Energy, Energy. Fidji. Okay. Wenn ich Pech habe, kommt irgendwann eine Bombenfalle. Spielchen kennen wir ja schon. Nein! Oh Gott. Was auch immer das war. Ich weiß nicht, es hat aber uns keine Energie abgezogen. So, ich möchte... möchte doch sagen, dass das hier war, oder? Warte, warte, warte. Da haben wir noch was. Das nehmen wir mit. Check. Im A. Wachstum von Union. Betriff, ja, hatten wir gerade. Dank des Erfolgs des Mew Center Anwerbungsplans wächst Union schneller als vorausgesagt. Die Produktion der Stemwan wurde erhöht. Die Erweiterung von Union wurde skizziert und für das Rendering eingeplant. Aufgrund der Einwohnerzunahme muss die Union-Umgebungskarte um 50% erweitert werden. Neben neuen Wohngebieten wird eine Landwirtschaft und eine Industriezone zugefügt, um Arbeitsplätze für neue Bewohner zu schaffen. Och, wie nett. Warum hockst du dich jetzt hin? Hab ich doch gar nicht gedrückt. Komisches Spiel. Da ist nicht wahr. Könnte das die ganze Karte von Union sein? War ja mal gar nicht so klein. Ja. Und ich habe echt Angst, dass wir das alles noch sehen werden. Naja, mal gucken. So, aber ich bin nicht überhaupt richtig. Habe ich jetzt aus Versehen was ausgelöst? Ah! Er kann einfach nicht anders. Fingern liegt ihm halt im Blut. Er muss... Nein. So, wo kommen wir denn hier hin? Ach, wenn ich mir bloß mal daran erinnern könnte, was der Typ gesagt hat, wo wir hin müssen. Nee, da auf jeden Fall nicht. Ich guck einfach mal. Okay, es speichert also scheinbar richtig zu sein. Na toll. Aber ganz ehrlich, das kommt mir aus dem DLC bekannt vor. Kann mich natürlich auch irren. Wer weiß. Okay. Okay, da hinten sind auch welche. Hier sind wahrscheinlich auch welche. Tasche für Armbrustbein. Ja, toll. Gut, das juckt mich jetzt weniger. Ich versuch's einfach mal. Okay, bringt nichts. Auch wenn ich da reinkomme, es wäre dumm, da reinzugehen. Ich will nicht. Das ist die falsche Tür. Kann ich überhaupt was machen? Ist die Notfallabriegelung in Kraft. Stellen Aha. Sie die Frequenz auf Ihrem Kommunikator ein, um die Abriegelung aufzuheben. Ich kann es ja mal versuchen. Was? Dreh um Höhe und Breite des grünen Wel- Was? Hä?
nicht doof. Drehe L und R, um die Höhen und Breiten der grünen Welle so anzupassen, wie es der roten entspricht. Okay, so ist es nicht. Okay, das ging. Bitte auf den Systemneustart der jeweiligen Anlagen warten. Ich muss doch hier noch gar nicht hin. Im Freizeitbereich aufgehoben. Bitte warten, System wird neu gestartet. Ja, natürlich. Okay, ciao. Oh, oh. Ciao. Und du auch. Komm mal hin, falls ich hier noch irgendwie tot treten muss. Nee, alles klar. Notfallabriegelung im Forschungstrakt aufgehoben. Bitte warten, System wird neu gestartet. Ja, na sicher, warum? Alter, hau ab, Penner, hau ab, Alter, geh weg. Wow. Lad mal nach. Die Schrot ist wirklich gut, aber ich will das nicht, eigentlich nicht verschwinden hier. Tschüss, tschüss. So, ihn habe ich noch nicht, ihn muss ich bestimmt totlatschen. So. Was denn, wo denn? Ja. Ja, keine Munition. Natürlich keine Munition, man, wir haben nie Munition. Boah, ist da jetzt nicht wahr, Mann. Leck mich am Arsch. Machen die jetzt alles auf hier, oder was? Okay, ich könnte immer noch runterspringen, wenn es... Okay, die kommt hier langsam hoch. Mit ein bisschen Glück von hinten. Weiß. So. Ja, jetzt kommt es natürlich wieder geschlendert. Ey, natürlich. Natürlich, die weiß immer, wo wir sind. Ach, fick dich doch, Alter. Ich will gar nicht warten. Ciao. Kommt sie auch runtergesprungen? Boah, ey, leck mich! Alter! Blöd. Warum schießt du nicht, Mann? Das ist genau die gleiche hässliche Alte, die wir in der Garage hatten, oder? Die hätten wir eh nicht von hinten killen können. Boah, ich... Nerv. Echt. Oh, leck mich. Hätte ich das vielleicht einfach nicht machen sollen, aber ich komme ja auch sonst nirgendwo hin hier. Ja, juhu. Komme ich hier rein? Ich muss das machen. Wisst ihr was? Ich gucke mal, ob ich wieder zurücklatschen kann. Eigentlich sollte es ja funktionieren. Wo bin ich denn hergekommen? Hier eigentlich noch irgendwo weiter? Oh. Ja, yeah, endlich mal eine Kiste, die aufgeht. Lass Schrot drin sein. Naja. Komme ich hier runter? Natürlich nicht. Hätte man mal erfinden sollen. Aber ich bin mal so ein Arsch, ich gehe trotzdem zurück, weil ich weiß nicht. Mir war so, als ob er gesagt hätte, einfach bloß nach rechts. Und dann bist du schon da. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das ist der falsche Weg. Ich muss ja bloß zum Rathaus. Zu den Assis muss ich ja später noch. Lalala, hier war ich. Wo kam ich noch hin zurück? Hier war doch noch ein Gang. B03. Es ging bloß hier lang. Hier unten ist es wohl auch nicht besonders gut gelaufen. Nee. Hast du fein erkannt. Alles klar, gut. Das war einmal für die Katz. Also muss ich den Scheiß auch noch machen.